Hallöchen. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Tag genau, aber müsste jetzt 3, 4, 5 Tage, eine Woche ungefähr her sein, wo ich das gemacht habe. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich bin jetzt einmal mähen. Vorher muss ich den Rasenmäher schärfen. Ich habe leider noch kein Spindelmäher, also Handrasenmäher, sagen wir es mal so. Muss ich jetzt mit dem Sichelmäher rüber. Ich hoffe, das klappt so. Verzeiht, wenn es zuckt und wackelt. Also, ob der jetzt gekeimt hat, weiß ich nicht. Aber das, was da ist, das wächst. Es ist kein gleichmäßiger Rasen. Es wird nicht perfekt, aber das, was da ist, möchte ich doch noch behalten. Es ist immer wieder irgendwo grün. Und wenn sich das noch verbreitet, ist das okay. Ich mache mal hier so längs. Der da hinten, der sieht ein bisschen besser aus, weil den habe ich ja nicht vertikutiert, den habe ich ja nur gelüftet. Ich hoffe, das klappt so. Ob die Kamera damit hinkommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde das jetzt abmähen. Nicht sehr tief, aber ich werde das mal ein bisschen mähen, sonst wird das zu hoch. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Also, ich schätze mal, das Video kommt 2023 raus. Oder 2024. Mal gucken. Das wird ein sehr langes Video. Ach so, eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist meine Seerose. Der Wurzelstock von der Seerose ist schon so groß wie der ganze Teich. Und den muss ich jetzt kleiner machen. Den ganzen Teich will ich leer machen, sauber machen. Da soll nämlich noch Hechtkraut rein. Und dazu muss ich Platz haben. Gut, wie gesagt, das Video kommt dann irgendwann so in 1, 2 Jahren. Okay. Hallöchen. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Tag genau, aber müsste jetzt 3, 4, 5 Tage, eine Woche ungefähr her sein, wo ich das gemacht habe. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich bin jetzt einmal mähen. Vorher muss ich den Rasenmäher schärfen. Ich habe leider noch kein Spindelmäher, also Handrasenmäher, sagen wir es mal so. Muss ich jetzt mit dem Sichelmäher rüber. Ich hoffe, das klappt so. Verzeiht, wenn es zuckt und wackelt. Also, ob der jetzt gekeimt hat, weiß ich nicht. Aber das, was da ist, das wächst. Es ist kein gleichmäßiger Rasen. Es wird nicht perfekt, aber das, was da ist, möchte ich doch noch behalten. Es ist immer wieder irgendwo grün. Und wenn sich das noch verbreitet, ist das okay. Ich mache mal hier so längs. Der da hinten, der sieht ein bisschen besser aus, weil den habe ich ja nicht vertikutiert, den habe ich ja nur gelüftet. Ich hoffe, das klappt so. Ob die Kamera damit hinkommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde das jetzt abmähen. Nicht sehr tief, aber ich werde das mal ein bisschen mähen, sonst wird das zu hoch. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Also, ich schätze mal, das Video kommt 2023 raus. Oder 2024. Mal gucken. Das wird ein sehr langes Video. Ach so, eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist meine Seerose. Der Wurzelstock von der Seerose ist schon so groß wie der ganze Teich. Und den muss ich jetzt kleiner machen. Den ganzen Teich will ich leer machen, sauber machen. Da soll nämlich noch Hechtkraut rein. Und dazu muss ich Platz haben. Gut, das Video kommt dann irgendwann so in 1, 2 Jahren. Okay.